Österreichs Jugendliche führen einen traurigen Rekord in Sachen Gesundheit an. Beim Trinken, beim Rauchen, aber auch bei psychischen Problemen liegen sie EU-weit im Spitzenfeld. Mobbing an Schulen, Depressionen und Selbstmord kommen in Österreich besonders häufig vor. Experten kritisieren, dass die notwendige psychische Betreuung fehlt. Die Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen haben sich geändert. So gibt es jetzt mehr Entwicklungsstörungen, chronische und psychische Krankheiten. Das Gesundheitssystem hat nach Ansicht von Experten darauf noch nicht reagiert. Wir haben also in unserem Mutter-Kind-Pass einfach fehlende Strukturen schon im Vorschulalter, aber auch dann vor allem im Jugendalter, wo wir dringend zusätzliche Untersuchungen bräuchten, um auf diese Probleme rechtzeitig draufkommen zu können. Für notwendige Therapien muss man lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Gründe für die zunehmende psychische Belastung und den ungesunden Lebensstil führen Mediziner auf Leistungsdruck und Mangel an Geborgenheit zurück.